Hey Toad, du hast ja ein tolles Versteck. Ob es wohl okay ist, wenn ich mir sein Taschengeld ausleihe? Oh oh, hoffentlich ist er nicht böse. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Odyssey. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Wir sind hier in den verlorenen Wäldern oder zumindest auf dieser verlorenen Insel. Und da ist schon der erste Powerstern direkt nach wenigen Sekunden in dieser Folge. Über die Fuzzies, über den Sumpf. Ja, aber es ist nach wie vor sehr gefährlich hier. Und wir versuchen natürlich etwas voranzukommen und unsere liebe Mütze zu retten, der liebe Cappy. Ihr wisst ja, in der letzten Folge hat uns König Bowser erwischt. Der König der Koopas. Und damals war er auch bekannt als König Koopa. Und heute versuchen wir... Oh, da ist ein Powermond, aber da komme ich nicht hoch. Heute versuchen wir erst einmal Cappy zurückzubekommen. Und der gute alte Cappy, der steckt ja da hinten irgendwo fest. Der wurde nämlich von einem Adler einfach mal so gestohlen. Vielleicht müssen wir hier durch, wobei das sehr gefährlich aussieht. Wow! Das war gar nicht mal so ungefährlich. Vielleicht ist das doch eine Stelle, die ich hier erstmal nicht betreten sollte. Gut, durch die Tür komme ich auch nicht. Ich muss erstmal, glaube ich, zurück. Wow, schön über die Ringe springen und Achtung! Oh, volle Kanne draufgelaufen. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch Super Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr keine spannenden und lustigen Abenteuer mehr verpasst. Schaut mal da oben, da schreit er nach Hilfe. Oh, hier sind überall Powermonde, aber irgendwie kann man sie nicht erreichen. Gut, wir schauen uns das Stück für Stück an. Jetzt kommen hier wieder diese komischen Käfer. Oh, weia. Komme ich da nicht hoch? Nee, Pustekuchen, das wird nichts. Wow, was? Moment mal, ich kann diese Plattform doch zerstampfen? Ein Mond gefunden im Steinkäfig. Okay, Moment mal, da kann ich sicherlich eine Art Brücke bauen, oder? Ja, allein hier zum Beispiel. Hätte ich gar nicht so umständlich machen müssen. Hier, zack, bum, bam. Eine Treppe gebaut und ich komme hoch. Mensch, Teppichtörtchen. Dass mir das nicht früher eingefallen ist. Aber gut. Manchmal muss man eben einen Weg finden und vielleicht ein paar Dinge ausprobieren, bis man zur Lösung kommt. Ich glaube, das bringt mich hier relativ wenig. Aber da komme ich noch hoch. Haha. Und diese komischen Käfer, die nerven doch. So, weg mit dir. Die haben komische Lego-Knopfaugen, ist mir gerade aufgefallen. So, bumm. Jetzt komme ich da nämlich hoch, da wo Cappy nämlich gefangen ist. So, Achtung. Und da ist schon das nächste Fähnchen für uns. Sumpfhügel. So, Cappy, bevor ich zu dir komme. Oh nein, ich laufe immer so schnell. Ach, Teppichtörtchen, selbst schuld. Ja, ja, Katze, selbst schuld. Ich sollte nicht so schnell laufen. Aber durch die Fahne können wir direkt wieder hier anfangen. Und ich hole mir erstmal die Kappe. Hey, mein Lieber. Hau nicht ab. Ah, ich verstehe schon, was hier der Trick ist. Moment. Das war zu früh. So, und jetzt Achtung, wenn er landet. Jetzt. Und tschüss. Komm hier hoch, Cappy. Oder darüber. Puh, danke für die Rettung. Das war eben so gar nicht lustig. Ich hoffe, es bleibt bei diesem einmal. Naja, egal. Lass uns Monde suchen. Okay, Abenteurer Mario... Oh, was? Was bin ich denn jetzt? Ich bin dieser komische... Wow, ein Ziehharmonika-Käfer. Ach, ist ja lustig. Das erklärt auch einige Rätsel hier in diesem Level. Weil es gibt Rätsel, die kann man so nicht einfach erreichen. Aber mit diesem Ziehharmonika... Käfer ist das doch möglich. So, wow. Okay, also diese Bombe hier... Autsch. Kann ich gar nicht berühren. Verstehe. Aber ich kann die Bombenkraft nutzen. Ah ja, perfekt. Was haben wir denn hier? Ein paar Blümchen, okay. Einfach mal alle aktivieren mit einem Seitwärtswurf. Das gibt ein Herz. Das... Oh, Moment mal. Noch zwei Münzen. Wow. Nicht zu weit springen, Mario. So, jetzt kommst du. Und einmal hier rüber, bitte. Perfekt.
Oh, wir brauchen nochmal. Nochmal bitte. Und sehr gut. Jetzt komme ich hier rüber und da ist bestimmt ein Power-Mode, oder? Tatsächlich. Auf dem Weg zum Gipfel. 3 hätten wir schon mal. Was steht hier? Reisetipp, Wandsprung. Spring gegen eine Wand und drücke B, sobald du sie berührst. Um einen Wandsprung zu machen, drücke immer wieder B, sobald du eine Wand berührst, um so immer weiter nach oben zu springen. Okay, das haben wir schon oftmals verwendet, daher ist dieser Wandsprung gar nicht so kompliziert. So, was passiert jetzt? Aha. Eine Wandsprungwand, die für kurze Zeit verfügbar ist. Dann mal aber schnell hoch, Mario. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Oh, da oben, was ist das? Ein Laden von Toad. Ah, au, Mario. Ich hätte nie gedacht, dich hier zu treffen. Ob ich auf Erkundungstour bin? Nein, ich habe einen Shop eröffnet. Die Location hier ist unschlagbar, oder? Komm nur herein und sieh dich in aller Ruhe um. Okay. Dann schauen wir mal, was unser lieber Toad hier zu bieten hat. Hallo, was möchtest du? Wow, ihr habt eine Fliegermütze. Aber mir fehlt noch ein Blatt. Also eine Blattmünze. Was habt ihr denn im Shop? Hallo, wir haben auch tolle Sachen. Ja, so einen Mond nehme ich auf jeden Fall immer wieder mit. Das ist klar. Klar wie Kloßbrühe. Shopping auf Island Toxico. Sehr gut. So, der Gelbe wird sowieso nichts anderes haben. Aber ich würde mir gerne noch eine lilafarbene Münze holen. Damit ich mir noch das Flieger-Outfit bestellen kann. Segel, Segel, Segelflug. Okay, die Frage ist nur, wohin sollen wir segeln? Da ist eine einsame Insel. Moment mal, da oben ist noch ein Power-Stern. Power-Mond. Moment mal. Den hole ich mir doch glatt. Und zack. Aussicht auf Island Toxico. So, mein Lieber, jetzt geht's aber quer auf die einsame Insel. Fliegen wir mal! Wow, aber bitte vorsichtig! Wir haben die Hälfte der Monde gesammelt. Jetzt fehlen nur noch 5. Und jetzt noch 4. Segelflug über Island Toxico. Okay, kann ich das hier verwenden? Nee, ich glaube, ich muss. Kann das nur mit Mario verwenden. Na gut, dann würde ich sagen, wir schleudern uns rüber! Wuhu! Wow, was für ein Flug! Halla, wir sind wirklich weit geflogen. Ja, das finde ich auch, Cappy. So, dann wollen wir doch mal sehen, wo wir hier noch mit unseren neuen Fähigkeiten, wie zum Beispiel den Ziehharmonika-Wurm, weitere Powersterne. Ich sage immer Sterne, es tut mir leid. Normalerweise findet man oder sucht man in Mario-Spielen nach Sternen. Deswegen verplapper ich mich so oft und sage statt Powermonde oftmals Powersterne. Nein, wir suchen natürlich nach Powermonden. Wow, das war knapp. So, den schnappe ich mir direkt mal. Der ist ziemlich praktisch hier an dieser Stelle. Ziehharmonika. Ach ja, herrlich. Und schaut mal, ich kann so auch kurzerhand alle Münzen einsammeln. Was für eine tolle Fähigkeit. So, jetzt gibt es hier noch die Tür, in die ich jetzt hindurch kann. Das könnte ich auch gleich mal machen. Vorhin hatte ich ja keine Mütze. Aber jetzt geht das. Oh, das scheint sehr gefährlich zu sein an dieser Stelle. Aber das kriegen wir hin. Oh, oh, ganz viele Münzen. Okay. Wow. So, dann holen wir uns erst einmal den Power-Mond. Achtung, Fuzzies in der Wand. Ja, die Fuzzies sind hier auch 8-Bit unterwegs. Also im Retro-Stil. Wow, oje, das war knapp. Und was haben wir hier? Eine letzte Münze war da noch da. Gut. Dann hätten wir hier soweit, glaube ich, alles erledigt. Gut, da ist noch ein Fragezeichenblock. Ich weiß gar nicht, ob der so wichtig ist. Kann man jetzt wieder Vermutungen aufstellen? Vielleicht ist da eine... Ein Power-Mond, vielleicht aber auch nicht. Aber was wir auf jeden Fall mal machen können, ist hier nach den Sternen sammeln. Ich sag immer Sterne. Heiliger Bimbam. Wie kommt es immer dazu? Nach den Monden natürlich. Nach diesen 5 Monden, die daraus eben einen normalen Powerstern machen. So, so können wir mit der Ziehharmonika Schritt für Schritt einfach durchlaufen. Hier durch den kleinen Wurmtunnel. Und da gucken wir schon wieder raus. So süß. Einfach so süß. Wie so ein langer Tausendfüßler eben. Ich nenne ihn mal Ziehharmonika-Wurm. Weil das Instrument eine Ziehharmonika
macht auch Musik, indem man sie praktisch zieht und drückt. So, oh, da hinten ist noch ein Powermond, okay. Achtung. Und schnell rüber. Okay, so müssen wir wieder zu... Oh, Moment mal, da ist ein Tunnel. Was ist denn da versteckt? Ohoho, das ist ja mal toll. Okay, der bestützt hier dieses Herzchen. Okay, erstmal runterspringen. Wie geht's dir, Toad? Alles gut bei dir? Naubla, das wollte ich jetzt gar nicht. Nochmal zurückverwandeln. So, hey Toad. Ich sammle kurz das ganze Geld ein. Ich hoffe, das ist okay für dich. Hey, das war mein Taschengeld. Wie ich hierher gekommen bin? Ein großer Vogel hat mich hierher abgeworfen. Ein anderer großer Vogel. Aber mir hat die Abgeschiedenheit dieses Ortes ganz gut getan. Ich habe hier sogar einen Powermond gefunden. Super, nicht? Bitteschön, Mario. Ruh dich aus, Kapitän Toad. Ja, dankeschön. Ich sollte mich wohl bald mal wieder auf den Weg machen, was? Du, ganz wie du magst, das musst du nicht. Du kannst auch gerne da bleiben. Aber du musst irgendwann sowieso mal raus, um dir Essen zu besorgen. Ich glaube, in der Höhle wirst du nichts Essbares finden. So, dann müssen wir hier jetzt vorsichtig wieder zurück. Und uns fehlt noch ein Mond. Irgendwo haben wir einen nicht gefunden. Die Frage ist nur, wo? Oh, hoppsala. Das war jetzt kurz. Vielleicht hinter dem Baum. Das könnte sein. Oh, das ist so weit weg. Wir müssen das hier so machen. Und ist was hinter dem Baum? Ja, da ist die letzte. Und schwupps. Und wo erscheint jetzt der Powermond? Da vorne natürlich. Ja, kein Problem. So, jetzt muss ich mit meinem Ziehwurm da erstmal wieder zurück. Uiuiuiui, da haben wir einiges vor uns. Aber der Ziehwurm sieht echt lustig aus. Hat jemand Lust, mal den Ziehwurm zu malen? Und dann vielleicht gerne mir zu schicken per E-Mail oder per Instagram? Mit dem Hashtag Kinderkatze oder markiert Kinderkatze, damit ich das Bild sehen kann? Das würde ich echt gern sehen. So, wow, 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 Achtung und Powermond. Mondstücke im Sumpf. Es fehlt nur noch ein Powermond, dann können wir theoretisch schon die Insel verlassen. Werde ich aber wahrscheinlich noch nicht tun. Wir reisen mal kurz nach oben. Zum Shop. Ich will mir ja noch die Fliegersachen holen. Rein in den Shop. Hallihallo, da bin ich wieder, der gute alte Mario. Hi, was möchtest du? Die Fliegermütze, ja sehr gerne doch. Und gleich mal anziehen, stimmt's? Hi, ja natürlich. Und was möchtest du noch? Das Fliegeroutfit? Ja, aber sehr gerne doch. Viel Spaß damit. Tschüss. Tschüss, Toad. Wow. Ich sehe aus wie ein Pilot. Okay, ich muss los. Wo ist mein Flugzeug? Ja, Mario, ich glaube, unser Flugzeug ist kaputt. Das ist nämlich die Odyssee. Aber dafür brauchen wir erst einmal wieder genug Powermonde, um sie aufzubauen. So, schaut mal, da unten ist ja noch so ein Käfig. Also es gibt durchaus schon noch ein paar Stellen, wo es Powermonde gibt. Die Frage ist nur, wo? Waren wir hier nicht schon? Doch, hier war ich schon, oder? Ja, natürlich. Naja, oh, hallo. Nochmal ein paar extra Münzen. Bringt mir das irgendwie jetzt hier mit unserem Freund durch die Gegend zu fliegen? Vom Gefühl eher nicht. Ich meine es nicht böse, aber wo soll ich denn hin? Tja, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich gehe erstmal mit dem Wandsprung wieder hoch. Ah, Moment, ich könnte... Oh, da ist noch etwas. Komm ich da vielleicht mit einem Sprung hin? Und wir machen es ganz angenehm und gehen nochmal hoch. So, wir machen das Schritt für Schritt. Nur keine Eile. Ist ja alles gut. Alles in Butter. So, von hier oben? Ah, schaut mal, da komme ich auf jeden Fall darüber. Und da ist noch ein Toad. Was machst du denn hier? Kapitän Toad ist verschwunden. Nein, der ist in einer Höhle. Wir müssen nur mal schauen. Wo sind wir denn hier gelandet? Und da ist noch ein Vogel. Hallo, Herr Papagei. Wie geht es Ihnen? Wow. Halt dich fest, Mario. Sei vorsichtig. Wow. Okay. Ganz vorsichtig. Hallo. So. Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß, haha. Ich kann sie nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Der eingesperrte Schatz.
Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn, finde ihn. Cheeperi-chi-cheep. Oh Mann, du bist echt ein komischer Kauz. Was haben wir denn hier da drin? Dupidupidu. Oh, ein paar Münzen. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Mehr scheint es hier nicht zu geben. Dann krabbeln wir wieder raus. In geduckter Position. Oh, hier noch mal ein paar extra Münzen. Oder sogar ein Herz, umso besser. Und dann... Da hinten ist auch noch ein Power-Mond. Also, und da unten... Also, hier gibt es noch einige Monde zu entdecken. Und ein Schmetterling. Das ist bestimmt so wie in der Wüste der Vogel. Ich muss ihn nur noch erwischen. Nur noch erwischen. Ganz langsam. Bleib stehen! Nein! Oh, schade. Och, Mensch. Kurzerhand einfach weggeflogen. Teppichtörtchen. Na gut, so soll es sein. Was haben wir denn noch so Schönes? Ah ja, okay. Was machen wir hier? So, da und da. Ein Powermond. Höhlenflora. Ja, die Blumen wachsen in der Höhle und das ist schön. Und der Schmetterling ist zurück. Eine weitere Chance für uns. Hey Schmetterling, wir haben alle Monde, die wir brauchen. Wir können die Odyssee reparieren. Och, Cappy, sei nicht so laut. Was? Naja. Oh nein, sowas kann auch nur mir passieren. Habt ihr das gesehen? Das war etwas zu schnell. Aber hey, klasse, jetzt bin ich wieder hier oben. Warum eigentlich nicht? Das trifft sich gut. So, lasst mal sehen, wo kann ich mir am besten und am schnellsten noch einen Powermond holen. Wie wär's mit hier drüben? Wow, okay, das ging natürlich mächtig schief. Okay, aber ich sehe schon, ich muss nicht unbedingt dahin fliegen, sondern ich kann auch mit einem Wurm diese Münze holen. So, Moment, ich gehe da am besten hoch, oder? Machen wir das so. Dazu muss ich das so machen. Genau, und dann brauche ich noch einen Wurm, damit ich so um die Ecke komme. Weil mit Mario komme ich niemals um die Ecke. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich muss nur überlegen, wie ich diesen Wurm nach oben bringe. So, erstmal schnappe ich mir einen Wurm. Oder ich könnte auch mal da... Ach so, da war ich ja schon. Na gut, das bringt mir alles nichts. Okay, erstmal Wurm schnappen. Das ist immer ein guter Start. So, nochmal zwei Münzen geholt. Ja, da komme ich nicht hoch, okay. So vielleicht. Sehr gut, okay. Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt vorsichtig darüber. Wow, nicht so schnell, mein kleines Würmchen. Hier haben wir noch Münzen. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie ich da hoch... Ach so. Ah ja, ist ja einfach. So, und jetzt einmal um die Ecke und zack, haben wir den Mond. Auf einem Baum im Sumpf. Ja, also dieser Wurm ist echt toll. Ich bin ein großer Fan des Wurmes. So, jetzt einmal schön mit dem Propeller darüber. Und dann zack, sind wir auch schon beim nächsten Mond. Das läuft ja gerade wie geschmiert. Moment, da muss ich kurz aus dem Wurm raus. Auf einer Propellersäule. So, zurück in den Wurm. Denn hier sind noch Münzen. Die lasse ich mir nicht nehmen. Uiuiui. Wir haben alle Monde, die wir brauchen. Wir können zur Odyssee. Ja, können wir, aber werde ich noch nicht tun. Hier haben wir auch noch Münzen. So, jetzt mal runter. Und dann können wir jetzt hier rüber. Da war doch auch noch irgendwas unter der Brücke. Und ganz am Anfang, in der Nähe von unserer Odyssee, gibt es auch noch den Bereich, wo wir diesen Powermond bekommen, wo man diesen Schlüssel einsetzen muss. Wisst ihr, was ich meine? Da werden wir auch gleich einen Abstecher machen. Aber hier noch, unter der Brücke. Unter der Brücke hervorgelinst. Ja, das stimmt tatsächlich. Der Powermond hat sich gezeigt unter der Brücke. So, dann laufen wir mal zuckersüß zu unserer Odyssee, würde ich sagen. Dubidubidu, ich bin ein Käfer. Dubidubidu, dubidubidu. Dubidubidu, dubidubidu. Wie der Käfer mit dem Popo wackelt. Ist ja total lustig. Dubidubidu. Und irgendwie ist es so ein Klecks. Ein Kleckskäfer. Der kleckst so rum.
So, Moment. Ich muss da runter zu der Palme, genau. Und dann kann ich mit der Wurmfähigkeit den Schlüssel holen. So. Und zack, kriegen wir den Mond dafür als kleines Dankeschön. Schatz, drehe und wende dich. Okay. So, komme ich da hoch? Ja, 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 geschafft. Und ich würde sagen, theoretisch haben wir jetzt genug Powermonde, oder? Lass uns ins nächste Level. Und erstmal die Odyssee reparieren, die ist ja ordentlich mitgenommen. Funktioniert sie wieder? Funktioniert sie wieder? Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Sie muss doch wieder laufen, oder? Und sie erstrahlt im neuen Glanz. Wow. Die Odyssee ist repariert. Juhu. Das haben wir klasse geschafft. Wow. Uiuiui. Schön festhalten, Mario und Cappy. Und die Reise geht weiter. Juhu. Toll. Einfach nur toll. Wow. Sieht nach einem Sonnenuntergang aus. Echt, echt schön. Das muss ich schon sagen. Und Mario schaut fröhlich nach draußen. Zum Glück haben wir gerade genug Monde sammeln können, um die Odyssee reparieren zu können. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, rolle vorwärts. Wenn du etwas zügiger vorankommen oder einfach einen Hang hinabschnellen möchtest, dann duck dich und drücke Y und du kannst vorwärts rollen. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollten in Cityland. Das Land besteht quasi aus einer einzigen Stadt mit total hohen Gebäuden. Hier steht, dass sie mit Hilfe von Mondenergie erbaut wurde. Cool. Oh, wie es aussieht, kommen wir bei Nacht an. Es wird also dunkel in der Stadt sein. Oh, Cityland, New Donk City. Nicht nur dunkel, sondern auch sehr regnerisch. Was ist denn hier passiert? Hat Bowser etwa die Stadt übernommen? Die Geisel auf dem Hochhaus. Oh, oh, und wer ist das? Ist das Pauline? Alles klar, wir haben es hergeschafft. Sieht aber nicht gut aus hier. Schau mal. Bowser Schiff. Auf geht's. Oh weia, König Bowser ist da oben. Und dann noch dieses komische, parasitenähnliche Monster. Ein Maschinenmonster. Das wird eine heikle Angelegenheit. Vor allem regnet es hier in der Stadt. Meine Lieben, wenn wir es schaffen, das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Tippt dazu rechts oben drauf und ihr kommt zum nächsten Video. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Bitte bleibt katztastisch.